So, dann würde ich mal sagen, willkommen zurück zu einem neuen Part Skyrim Himmelsrand, die Eulenrollen 5. Gut, wie war nochmal, nach Weißlauf brechen wir heute auf. Nachdem wir am letzten Part, ja, ich glaube, das war der letzte Part. Da haben wir einen kleinen Speedrun gemacht. Durch die goldene Bärenklauen-Quest. Ja, wir sind ein bisschen anders ausgestattet. Das ist noch der Spielstand, wo es nicht verkehrt ist. Joa, weiter geht's. Markov, etwas für die Solitude, Windhelm. Okay, wo geht's nach Weiß? Weißfluss, nee, Weißlauf, mit dem Fluss nach. Gut. Jetzt haben wir da bestimmt den vierten Part. Und ich muss mal sagen, was ich in den letzten Parts nicht gemacht habe, was ich nicht gesagt habe. Ich muss mal lobend erwähnen. Ich muss mal den fünften Mal. Also ich fand es einfach großartig. Ist wahrscheinlich nichts Besonderes, aber. Wölfe. Ist auch nichts Besonderes. Mit der Waffe vor allem nicht. Warum hat sich der Wolf Gold bei sich? Was wollte ich sagen? Ja, ich beginne das Spiel, stelle mir ein Weibchen Charakter und werde dann in der ersten Szene schon. Erste Szene, sie geht zum Block. Fand ich großartig. Wir haben uns einen Hirsch. Okay, ich glaube, wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen. Ne, sind wir gar nicht. Das ist eine andere Stadt. Ein bisschen auf Jagd gehen. Kästen wir ihn ein. Nicht, wenn wir auch den Ausdauer haben. Ich glaube, das wird nicht so eine Pfeil und Bogen. Rage Run. Okay. Wo sind wir hier? Das scheint doch eine Honigbäuerei. Okay. Panic Blue. Mary. Aha. Willkommen. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet, nicht dieser Mist vom Gut Golden Glanz. Werft einen Blick darauf. Was hat er dann zu bieten? Werft einen Blick darauf. Aha, Butter. Käsecke, Ziegenbein. Was ist denn jetzt mit dem Honigbräu mit. Das ist aber teuer. Können wir uns nicht leisten. Sehr schade. Jetzt habe ich mir ein bisschen Rindfleisch gekauft. Und das kann ich mir nicht mehr leisten. Ein bisschen Butter können wir uns doch leisten.
Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Ah, ja. Wäre vielleicht schön gewesen, das mitzunehmen, aber. Ja, wenn wir kein Geld dabei haben. Tundra-Gut, können wir hin. Erstmal gehen wir nach Weißlauf, danach gehen wir noch später noch zum Tundra-Gut. Nach Weißlauf werden wir nicht rankommen. Aha. Hier liegt jemand ein Feld an. Das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Aha. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Ich war ein bisschen langsam, deshalb ich hab den nicht bin gesehen. Ich mit meinen Schildbrüdern hier. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Aha. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Ah, die Jägergilde beitreten. Eisenfeuer haben sie da gelassen. Den Rest haben die schon gelootet. Joa. Wundert mich jetzt nicht zu sehr. Wird das Weißlauf sein? Ui, hübsches Pferd. Soll ich? Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Nun, ich weiß, dass die Gefährten hier beheimatet sind. Ihre Methalle, Jorvaskr, ist das älteste Gebäude der Stadt. Oh, und es gibt eine schlimme Fehde zwischen zwei Familien. Den Clans der Graumähnen und der Kampfgeborenen. Seid dort lieber vorsichtig. Familienclan-Streits. Den Rest erzählen euch die Bewohner. Ich würde beim Wirt in der beflaggten Meere oder beim Schlossvogt beginnen. Ah, ja. Bis dann. Stille von Weißlauf. Das ist die Taverne. Wir sind ein bisschen leicht gekleidet. Wie können wir denn das Schwert wieder einstecken? Gibt es da einen Knopf für? Bestimmt. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Können wir bei der Steuerung mal gucken. Wegstecken ist R. Aha. Erstmal in die Taverne einbrechen. Am Tag. Am helllichten Tag. Ich warne euch. Zurück! Die Stelle sind das. Oh, ein paar Pferde klauen. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulvar. Okay.
Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, eure gute Tat des Tages tun, hm? Ja. Meine Freundin Maven und ich, ihr habt sie in Rifton doch kennengelernt. Nun, wir kennen unseren Platz in dieser Welt. Und auch den Platz der anderen. Tun wir ein Pferd kaufen? Dieses schöne Schwarzpferd. Verstehen wollen wir es nicht. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Eine Wildpferdkarte. 250 Gold. Wenn ich ein Pferd kaufen, wie alt sind eure Pferde? Wenn ich den Pferd mit einer Rüstung ausstatten. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Absolut nicht. 1000 Goldstücke. Okay. Wie ihr meint? Wir müssen 1000 Goldstücke auftreiben. Reitet schnell wie der Wind. 3 Gold habe ich. Okay, vielleicht können wir irgendwo unser Zeugs verkaufen. Und dafür irgendeine Questgeld bekommen. Dann kehren wir hier wieder zurück. Und Khajiit. Der warme Sand von Elsweyr ist wahr. Einige wollen kaufen, aber andere wollen stehlen. Khajiit zeigt Dieben keine Gnade. Sie werden euch nie kommen sehen. Okay, schleichen. Okay. Wir haben kein Geld dafür. Sehr möge schade. Euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Herzlichen Dank. Khajiit, wir sind Wüstenbewohner. Der Nordwind lässt unsere Knochen erzittern. Aha. Ihr könnt ihr viele schöne Dinge finden, Freund. Vielleicht seid ihr auf die Karawanen von Madra oder Akari gestoßen. Beide stehen in meinen Diensten. Werft einen Blick darauf. Aha, ich habe eher was zu verkaufen. Was hat er denn so? Aber Twist. Angelkarte. Ja, das Kleid. Mädchenkleid. Okay. Lege die Axt. Verzaubert Axt. Ja, jetzt nichts so Besonderes. Erstarrte Fäulnis. Aha. So, was können wir verkaufen? Kriegs haben wir mit 17 Schaden. Ja. Das Talbuch ist nichts wert. Das Schild können wir noch gebrauchen. Den Eisenhelm haben wir den nicht auf? Ne, haben wir nicht. Lederhelm haben wir auf. Rüstung 15, okay. Der Helm hat doch 17. Ich muss mich gleich nochmal neu ausstatten. Oha. Die Rolle verkauft, nimmt er gerne. Und die behalten wir lieber. Die können wir noch gebrauchen irgendwann. Das bringen ist nichts wert.
die Wolfspelze. Ja. Die war schon mal woanders mehr wert. Die Robe. Blitzschild 17 wert. 17 ist 8 wert und 17 Rüstung. Wo war das andere Schild? Der andere Schild. Oh, 22. Können wir das Felsschild verkaufen? Laterne bringt nichts. Der kaiserliches Schwert mit 7 Schaden. Und wir sind längst drüber weg. Eisen, das Eisen und den Eisenhelm müssen wir ausrüsten. Den Schild brauchen wir. Den bebänderten Eisenschild. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. So muss denn der... ...der Schild. Ja. Dieses braucht etwas. Ich spiele die meiste ich Zeit. Ich bin weit durch Tamriel gereist, um euch zu dienen. Der Ego-Perspektive, deswegen sehen wir den Charakter selten. Die Khajiit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das in dem Norden an Cyrodiil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Klingt sehr interessant. Ich vermisse meine Heimat sehr. Eine scharfsinnige Frage, denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Ja. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Es steht alles in dieser Notiz. Aha. Machtverhältnis. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Ah ja. Wir haben Notiz bekommen. Hm.
eine Quest begonnen oder was? Dein Pelzhelm her, haben wir das nicht gemacht. Schließt den Aufstand der Sturmmomente an. Aha. Wo haben wir die Notiz? Im Inventar. Okay. Die Straßen waren harsch und gesäumt von Banditen, von Weißlauf bis Markkampf. Ja, Wachen reisen mit Riesat, aber sie sind hierfür nicht gewappnet. Der Feind trägt rätselhafte goldene Waffen und glänzende Rüstung. Riesat kennt solche Dinge nur aus Erzählungen. Ihr Lager befindet sich direkt westlich des nördlichen Bruchbeinpasses. Jedes Mal, wenn sie uns auflauern, rufen sie die Heiligen, wollen gern eure Waren begutachten. Gesetzlosen stehen hauptsächlich Schmuckstücke und Kuriositäten, egal wie billig sie auch sein mögen. Dann erlauben sie Riesat weiterzuziehen. Riesat hat sich noch nicht gewehrt. Da schmerzte bislang dessen Geldbörse. Ist aber kein Leben wert. Da schmerzte bislang. Okay. Riesat hat von einer weiten Bande gehört, die ihr Unwesen weit nördlich treibt. Sie nennen sich die Verführerbanditen. Sie sind für ihre bedrohlichen dunklen Rüstungen berüchtigt. Oh, da können wir neue Rüstung kriegen. Berüchtigt, nicht bekannt. Misrand wird immer gefährlicher. Ihr Lager sind lang der Straße westlich der Festung Kerstaf aufgeschlagen. Dieser belohnt jeden Reich, der helfen kann. Riesat fürchtet um jeden, der durch diese Landplage zu Schaden kommen könnte. Okay. Aber erstmal haben wir hier was anderes zu tun. Sprich in Flusswald mit Jardu haben wir gemacht. Mit dem Jarl müssen wir sprechen. Jarl. Mit dem Anführer der Diebe, der Jägergilde. Und der Jarl kommt vielleicht, der hat vielleicht Quests für uns, die nicht unwichtig sind. Vielleicht kriegen wir da mehr Geld und uns irgendwann ein Pferd kaufen. 1000 kostet das. Ah ja. Wartet, wartet! Ich kenne euch doch. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid eine gesuchte Frau und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Oh oh. Goldstücke. Das ist jetzt nicht so viel. Nun, das Kopfgeld für euch ist nicht allzu hoch. Also gut, verschwindet. Aber jetzt weiß ich, wer ihr seid, Elender. Vergesst das nicht. Jetzt nicht mitten in der Stadt einen Kampf anfangen. Ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Ah ja. Ruf nach Weißlauf.
Bahnhof zum Jarl. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an. Tut mir hier erstmal. Jetzt sind wir in der Königsstadt von den kaiserlichen. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Nur das, neue Stufe. Magiekarte. Oha, Skilltree entdeckt. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob du eine Gesundheit, Magika oder Ausdauer hören möchtest. Ja, Skilltree. Neue Stufe erhöhen, das Attribut wählen. Ausdauer müssen wir erhöhen, auf jeden Fall. Okay, jetzt können wir skillen. Zwei Punkte haben wir, wenn ich das jetzt hier. Illusion haben wir hier. Beschwörung. Zerstörung. Wiederherstellung, Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst, schwere Rüstung, Locken, zweihändig, einhändig, Schießkunst, leichte Rüstung, Schleichen, Schlossknacken, Taschendiebstahl, Redekunst, Alchemie, Illusion, da waren wir schon. So umfasst die Manipulation des gegnerischen Geistes. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Da müssen wir, glaube ich, mal drauf leveln. Erleichtert das Wirken von Zaubern wie Furcht, Besänftigung und Unsichtbarkeit. Kurzlähmung, Verzauberung. Ja. Schild, zweihändig. Schießkunst können wir vielleicht mal lernen. Leichte Rüstung. Ein Diebstahl ist nicht auch nicht schlecht. Worauf leveln wir zuerst? Ich würde sagen, hier auf. Wir haben gerade einen schönen Zweihänder dabei. Vielleicht können wir da mal drauf skillen. Barbar 055. Währender Schlag und Umschlag. Kriegsmeister. Was haben wir denn hier? Die Wundenschädelspalte am. Okay. Jetzt von 5. Zwei Waffen wirken 40% mehr Schaden. Okay. Nicht schlecht. Einhändig. Was machen wir noch? Blocken. Auch wenn ich das bisher noch nicht gemacht habe, sollten wir hier vielleicht mal. Das wäre nicht schlecht. Schildfall. Und
Locken ist 20% wirkungsvoller. Ein bisschen defensiv leveln. Mehr können wir nicht ausgeben, oder? Nein. Es macht Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ich habe mal einen Händler. Okay, ja, das Kupferkessel. Okay, wir müssen aber zum Jarl. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Ja. Will auch hier eigentlich nicht so sehr zum Händler. Wir können Geld investieren. Ich kenne euch doch. Nö, nö. Und müsst euch hier rum. Ja, du weißt, Lauf, der wird wohl da oben im Schloss sein. Drachenfest entdeckt. Okay, können wir rein. Mein Herr, bitte. Dies ist nicht die Zeit. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrohof empfängt keine Besucher. Jetzt schon. Und wer ist das? Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschlagen. Der Drache hat Helgen zerstört. Das Letzte, was ich sah, war, dass in diese Richtung ein Griff davon flog. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist... Was genau ist in Helgen passiert? Da hat Helgen zerstört. Das ist, was ich sah, dass er in diese Richtung davon flog. Bei Ismir. Birelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, der Jarl wenn von dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Dreht doch nicht an gleichzeitig. Wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Einen ja, Augenblick... Mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, eine Quest vom Jahr, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Klingt spannend. Warum nicht? Ist der einer von den Kaiserlichen? Sieht nicht so aus. Klang eben eher nach neutraler Sache. Okay, was haben wir gerade erhalten? Was ist neu? Ja, die Rüstung bestimmt nicht.
kann es doch irgendwas zum Dank geben. Was haben wir erhalten? Guck mal, vielleicht können wir es ausrüsten. Wartet! Ich werde mitkommen und euch Faringer vorstellen. Er ist manchmal etwas schwierig, wie Magier nun mal so sind. Aha, ja. Das klingt nach einer wichtigen Hauptquest.